Long time no see! Eine neue Folge der Green Travenues und heute sprechen wir über nachhaltige Hotels. Und wir wollen dir ein paar Tipps geben, wie du nachhaltige Hotels findest und woran du sie erkennst und wie sie überhaupt definiert sind. Eine YouGov-Umfrage aus 2022 sagt, dass knapp die Hälfte der Befragten Nachhaltigkeit als wichtiges Kriterium finden. Es ist, und ich finde es auch verständlich, nicht das Top-Kriterium, weil schau dir die Zeiten an, es geht viel um Preis. Ich will natürlich dann auch nicht immens viel ausgeben. Das ist bei Reisen immer so irgendwie an der Top-Stelle. Aber Nachhaltigkeit rutscht sozusagen im Ranking über die Jahre immer mehr nach oben. Und das ist richtig cool. Und für diejenigen, die Bock haben, nachhaltiges Hotel sich auszuwählen, ist genau dieses Video. Also, woran erkennt man jetzt ein nachhaltiges Hotel? Es gibt immer so eine ökologische Säule, eine ökonomische und eine soziale Säule. Wenn das alles irgendwie einen guten Fit hat, dann sorgt es dafür, dass es nachhaltig ist. Aber viele Sachen, zum Beispiel wo ein Hotel seinen Strom herbezieht, was der Stromanbieter ist, kannst du von außen gar nicht erkennen. Ein ganz einfacher Tipp ist, dich nach Ökosiegeln umzuschauen. Es gibt Ökosiegel wie die Blaue Schwalbe, TourCert oder Viabono. Kannst du auf den Seiten der Siegel recherchieren oder kannst nach Hotels recherchieren, die diese Siegel haben. Die haben quasi dann dieses Ökosiegel bekommen und sind dann auf jeden Fall nachhaltiger als andere Hotels. Eine andere Möglichkeit ist, du gehst auf ganz konkrete Plattformen und schaust dich dort um. Als Beispiele können wir zum Beispiel die Green Pearls nennen, Green Line Hotels, die Seite von Good Travel, EcoBNB oder die Bio Hotels. Also es sind ganz verschiedene Anbieter, wo du direkt auf diese Seite stöbern kannst und wo alle Hotels, die du dann findest, auf jeden Fall sehr, sehr viel nachhaltiger sind als konventionelle Hotels. Also das mal so zwei schnelle Tipps und jetzt gehen wir in die Details rein und schauen uns diese drei genannten Säulen an. Also, wann ist ein Hotel ökologisch nachhaltig? Wenn es zum Beispiel energiesparsam agiert. Also, wenn es eine LED-Beleuchtung gibt, Zeitschaltuhren, wenn es Zimmerkarten gibt, mit denen man den Strom ein- oder ausschaltet und die Hotelbesucher, ihr kleinen Schlinge, ich kenne die Tricks nicht, einfach das mit dem Führerschein oder so überkoppeln, wenn sie weg sind, schön die Klimaanlage laufen lassen. Also dann sind Hotels wesentlich nachhaltiger und energieeffizienter. Auch so Vorrichtungen, dass wenn die Fenster offen sind, dass die Klimaanlage nicht geht, das sind alles so Sachen, wo man Energie sparen kann. Noch besser ist es, wenn das Hotel eine eigene Energieproduktion hat, also eine Photovoltaikanlage beispielsweise auf dem Dach mit einem Batteriespeicher im Keller, um in der Nacht eben die Nachtlast über die Batterie abzufangen. Es gibt auch Beispiele von Hotels wie das Naturhotel Leitelhof, was auch bei uns auf funkloch.me zu finden ist, was einfach ein Blockheizkraft, ein eigenes hat und dort eben mit natürlichen Brennstoffen arbeitet. Dann geht es auch um Wasser, Wassersparen. Klingt simpel, es gibt hier die beliebten Tricks von den Hotels, dass man eben die Handtücher über mehrere Tage nutzen soll. Dadurch spart man eben Reinigungskosten. Es gibt Durchflussbegrenzer, die man einfach in den Wasserhahn einschraubt, dass dadurch eben weniger Wasser rausströmt. Die Frauen mögen das meistens gar nicht beim Haare waschen, wenn die Dusche keinen guten Druck hat. Ich persönlich mit meiner Frisur, obwohl ich langsam relativ dicht an so einer Langhaarfrisur dran bin, mich stört das gar nicht. Also das sind so Tricks, wie man so Wasser sparen kann. Oder besonders cool, wenn eben Regenwasser aufgefangen wird und für die Toilettenspülung beispielsweise genutzt wird. Oder wie ich das in einem Hotel in Paris gesehen habe, Le Pavillon heißt das Hotel, auch auf unserer Seite zu finden. Dort wird das Wasser vom Händewaschen direkt in den Spülkasten für die Toilettenspülung geleitet. Finde ich irgendwie eine coole Idee, weil nach dem Toilettengang wäscht man sich ja sowieso die Hände. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Und dieses Wasser wird dann da gesammelt und wird dann damit rausgespült. Also das ist eine coole Sache, wie man Wasser spart. Es geht da aber auch natürlich allgemein in dieser Kategorie darum, Emissionen immer mehr einzusparen und natürlich auch zu überwachen und zum Beispiel zu schauen, hey, wie ist denn mein Stromverbrauch? Wie hat er sich entwickelt über die Zeit und natürlich auch in Relation zum Gästeaufkommen. Dann natürlich ganz wichtig, Lebensmittel. Erstmal vielleicht Verpackung. Wie sind die verpackt? Ich war neulich erst in einem Hotel in Südfrankreich. Das war crazy. Da war einfach alles in Plastik verpackt. Verstehe ich nicht. Ein Hotel kann ja auch größere Packungen kaufen und das dann in kleinere Schälchen verteilen. Beispielsweise ein großes Glas Marmelade und dann einfach in kleine Schälchen, Glasschälchen portionsweise aufs Buffet stellen. Und dann natürlich auch die Herkunft der Lebensmittel. Also sind das Bio-Lebensmittel, sind das vegetarische Lebensmittel, vielleicht sogar ein veganes Angebot. Auch toll, gibt es dann immer mehr Hotels. Das spart natürlich ordentlich Emissionen in der Produktion.
Und wenn es Bio-Lebensmittel sind, weist es sich auch meistens auf die Qualität oder auf den Geschmack aus. Dann gibt es noch das Thema Mobilität. Also wenn ein Hotel beispielsweise ein Angebot hat, wo man sagt, wenn du mit dem Zug anreist, mach dir keinen Stress, wir holen dich dann mit dem Elektroauto vom Bahnhof ab und bringen dich ins Hotel. Oder Hotels haben auch Angebote, dass man ein Elektroauto dort mieten kann oder man Fahrräder mieten kann. Also all diese Angebote wirken sich eben auch noch auf die Ökobilanz in Summe eines Hotels aus. Und wenn das Hotel in Summe das eben auch noch überwacht, dann führt das dazu, dass dieses Hotel eben in der ökologischen Nachhaltigkeit sehr guter Vorreiter ist. Die Säule der ökonomischen Nachhaltigkeit befasst sich dann eher mit langfristigem und fairem Wirtschaften. Also da geht es darum, die Gewinne, die man macht oder die Ausgaben, die man macht, in der Region zu behalten, um diese eben zu stärken. Ein Beispiel: Du kannst ein Hotel ganz komfortabel über Booking.com buchen. Das Problem dabei, ein Teil der Provision, und die ist natürlich auch berechtigt, wenn man darüber das Hotel findet, bleibt eben bei Booking.com. Heißt, kennst du ein Hotel schon, wo du schon mal warst, dann buch doch bitte direkt und geh direkt auf die Website des Unternehmens und buch direkt dort und nicht über den Zwischenanbieter. Warum ist das ökonomisch nachhaltiger? Weil eben weniger Marge an diesen Vermittler gezahlt wird und dann letztendlich mehr beim Hotel ankommt, somit mehr bei dem Hotel in der Region. Wenn dieses Hotel dann auch wirklich ökonomisch nachhaltig wirtschaftet, dann macht es Folgendes, und zwar unterstützt das eben die Mitarbeiter vor Ort, hat eine lokale Bevölkerung, die involviert ist. Es werden bei lokalen Unternehmen Rohstoffe und Baumaterialien eingekauft. Es werden bei umliegenden Farmern oder Bauernhöfen Lebensmittel eingekauft. Und all diese Punkte von Baufirmen bis Lebensmittel sorgen eben dafür, dass dieses Geld in der Region bleibt und man dann eben in der Region diese Region stärkt und daraus wächst. So ein Gegenbeispiel wäre dann eben so irgendwie in den Innenstädten bei McDonald's, Burger King, Starbucks und Co. eben einzukaufen, weil man eben dort nicht diese regionalen Standorte unterstützt. Zwar auch, weil da auch so Mitarbeiter drin sind, aber weil die Gewinne letztendlich irgendwo ganz anders hinfließen. Für den Besucher, die Besucherin, noch schwieriger von außen zu entdecken, also dann auch wieder hier auf die Plattform und genannten Portale setzen. Zu guter Letzt Säule Nummer 3, die Säule der sozialen Nachhaltigkeit. Sie rückt den Menschen in den Mittelpunkt und es geht auch um Gemeinwohl und Kultur. Ein richtig tolles Beispiel: Ich war mal in der Nähe von Valencia in einem Hotel, Hotel La Mozaira, auch hier bei uns auf der Seite zu finden. Die haben ganz viel, erstmal auch nochmal zurück zur ökonomischen Nachhaltigkeit, viel mit lokalen Baumaterialien gemacht, aber haben auch auf den Trödelmärkten vor Ort oder aus Ruinen in der Umgebung, haben die viel Kram zusammengesammelt und restauriert. Also von den Trödelmärkten haben die beispielsweise Sofa, Couches, Betten, alles aus der Region, sehr geschichtsträchtige Sachen, die sie dann restauriert haben und die im Hotel eben als Inventar Anwendung finden. Aus Ruinen haben sie dann irgendwie Steine geholt oder haben bestimmte Metallbilderrahmen oder sonst was genommen und das wieder aufgewertet und nutzen das im Hotel. Das ist ein tolles Beispiel, wie man eben die Kultur erhält. Aber da geht es auch um Kunstgüter. Stellt man vielleicht Kunstwerke eines lokalen Künstlers aus oder hat sie vielleicht eingekauft, man unterstützt lokale Kulturvereine, Theatervereine oder was auch immer. Also das ist alles in dieser Säule impliziert. In dieser Säule ist auch Fair Trade inkludiert. Eben, dass man unter fairen Beziehungen Lebensmittel, Waren, Güter einkauft. Und dass eben nicht in menschenfeindlichen Beziehungen produziert wird. Und natürlich geht es auch um die Inklusion. Also werden Reisende mit Handicap inkludiert? Hat man die Möglichkeit, dort auch mit dem Rollstuhl beispielsweise in das Hotelzimmer reinzukommen, überhaupt auf die Etage zu kommen? Darum geht's. Aber es gibt auch sogenannte Inklusionshotels, wo Menschen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen mit Menschen, die das eben nicht haben, arbeiten und so perfekt in einen Job integriert werden. Google das ganze Thema mal, total spannend, also auch schön, sowas zu unterstützen. Geht so ein bisschen weg von dieser ökologischen Nachhaltigkeit, mit der ich mich vorwiegend beschäftige, aber auch ein ganz, ganz toller Ansatz. Was meinst du? Was ist hängen geblieben? Welche Faktoren findest du spannend? Welche kann man vielleicht auch selber von außen schon sehen oder entdecken? Oder bist du lieber so, dass du sagst, hey, ich recherchiere einfach lieber auf den genannten Plattformen, buch da mein Hotel, da bin ich sicher. Ich habe genug Arbeit mit der Urlaubsplanung, um die ganzen Aktivitäten zu planen, An- und Abreise. Wie stehst du dazu? Pack das doch mal gerne in die Kommentare. Vielen Dank. Ciao.